Schön, dass ihr heute dabei seid. Heute bei uns Unix. Er hat seit 8 Jahren, steht er hinter den Turntables. Viel länger steht er schon vor den Turntables. Warum? Ja, weil ich eigentlich als MC angefangen habe, aber das eigentlich nicht sehr lang und auch nicht sehr intensiv betrieben habe, weil ich ziemlich bald die andere Seiten von den Turntables für mich entdeckt habe. Du bist irgendwie bei einer extrem großen Crew dabei. Ja, das ist die Vollkontakt Crew, ja? Und wir sind heute im Flug in Wien. Und haben da zweimal im Monat Partys mit relativ großen Acts. Also letztens waren bei uns zum Beispiel Total Science und Rhea und Marcus and Alex und MCDRS live. Ja. Du bist aber nicht nur in Wien aktiv, nein, so wie es immer mitgeteilt hat, genau. Du bist da in Steyr aktiv. Genau, ich war jetzt vor ein bisschen was über einem Jahr, habe ich angefangen selber in Steyr was Eigenes zu machen, ja. Das Sucker Punch. Und ja, jetzt haben wir 5 Partys hinter uns, das läuft eigentlich mittlerweile ziemlich gut. Jetzt werden wir dann auch bald einmal anfangen, dass wir internationale Acts holen können. Ja, ist das in Steyr? Ja, es ist in Steyr ziemlich schwierig, halt mit dem Publikum und auch mit dem Preis zum Vereinbaren. Mhm. Aber so wie es ausschaut, werden wir dann demnächst bald ein Sponsoring kriegen. Und sobald dann das mit Sponsoring hier hat, werden wir größere Partys machen können. Toi, 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 ja. Sehr gut. In Wien ist die Vollkontakt-Crew ja quasi schon eine legendäre Crew. Ja, es wird, also wir werden immer bekannter. Es kommen auch immer mehr Leute auf die Partys. Ja. Vollkontakt ist wer? Vollkontakt ist gegründet worden von Bernie, der eigentlich unser aller Chef ist. Mhm. Und ich bin damals noch in Steyr, da hat es das Vollkontakt noch in Steyr gegeben, bin ich zu ihm gekommen in die Crew und dann sind aber alle Leute irgendwie nach Wien übersiedelt und dann sind wir mit haben wir sie gedacht, wir machen das in Wien weiter. Ah, super. Vollkontakt, ist das reiner Drum and Bass? Ja, also bei uns gibt es eigentlich schon nur Drum and Bass, ja. Und eigentlich auch nur deepen Sound bzw. Neuro. Ja. Du bist schon so lange bei der Musik dabei, dass du mir letztens gesagt hast, du weißt ja gar nicht mehr, wie du die Musikrichtung nennen sollst, die du spürst. Ja, es ist nicht wirklich Drum and Bass, es ist schon Drum and Bass, straight forward, ja. Aber es ist halt, ich kann nicht sagen, ich spiele nur Deepen Sound oder ich spiele nur Liquid oder ich spiele nur Neuro, weil ich halt einfach alles quer durch die Bank abmix, wie es mir halt gerade taugt. Ja, und heute werden wir hören? Eigentlich von Deep über Liquid bis zu ein bisschen Jungle. Mhm. Genau. Und du hast jetzt schon eine Nummer rausgesucht, mit der du anfangen wirst, die jetzt gleich hören können beim Mix, den ihr da 1, 2, 3 Reiter gleich weiterhören könnt. Danke fürs Vorbeikommen. Ich möchte nur fragen, wie hast du eigentlich angefangen mit dem Auflegen? Hast du immer schon mit der Technik aufgelegt? Oder? Nein, ich war angefangen mit Vinyl. Also habe auch 7 Jahre lang nur Vinyl aufgelegt und bis ich mir dann das Serato gekauft habe. Das heißt, du bist gerade frisch mit Serato? Naja, jetzt schon über ein Jahr. Ja? Also schon sehr dran gewohnt, weil es fühlt sich nicht recht viel anders an wie Vinyl. Aber zum Beispiel mit CD-Player mag ich nicht auflegen, weil mir das Gefühl nicht taugt beim Auflegen. Okay. Ja. Also ich brauche die Mechanik. Die ist da gegeben. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Ja, gern. Viel Spaß beim Set. Mich. Viel Spaß beim Zuhören. Bis bald.